Hallo Leute, hier ist der L wieder zurück mit dem vierten Teil vom Let's Play Zero Toleranz auf dem Mega Drive Emulator. Und wenn ich jetzt ins Spiel gehen werde, werden ein paar merken, ja okay, das kann jetzt durchaus sein, dass der auf einmal andere Munition hat, also mengentechnisch. Und der hat ja auch eine Flak Vest an, also eine kugelsichere Weste. Was stimmt denn nicht? Ganz einfache Geschichte. Ich habe mal wieder Pech mit meinem Vierstand gehabt und musste wieder bis hierher zocken. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann auf die Reihe. Auch ja, das weiß ich, dass sich die Auflösung öfter zwischen den Videos ändert. Muss zugeben, immer noch neuer Let's Player. Und ich versuche immer noch mit meinen Einstellungen rumzuwursteln. Ich finde die jetzt aber, was die Testvideos angeht, bis jetzt die optimalste und auch der Sound scheint zu funktionieren. Hoffe ich. Und ich werde jetzt einfach mal loslegen. Ich will ein bisschen killen noch hier und Spaß haben. Ich war heute in der Arbeit und war heute sehr, sehr stressig und boah, leg mir Marsch, ne? Auf gut bayerisch gesagt. Ich bin übrigens kein Bayer, also kein Gebürtiger. Die Shotgun ist so richtig schön. Ah, Bratz! Jo, komm ruhig. Aber ich habe ja noch den hier. Ja, genau. Jetzt wird's lustig, weil hier kommen immer wieder so Seitengänge. Die sind echt ein bisschen lästig. Ja, sie schreien so wunderbar. Da kriegt man leider mit dem Flammenwerfer nicht allzu viel, weil der zieht ja immer gleich 10% ab. Ob man einen Gegner killt oder ob da gleich. Zwei, drei, vier, fünf im Sichtfeld sind. Aber da jetzt sowieso gerade das Inventory voll ist, mache ich das jetzt auch mal locker leer, ne? So, Brutzel, Brutzel. Ihr gebt eh keine Munition. Kann ich euch auch wegbraten? Ja, wie? Schön. Hier gibt es wenigstens mal wieder scheinbar ein bisschen mehr Shotgun-Munition. Ich werde aber jetzt trotzdem erstmal die Handgun leer machen. Ja, super, ey, für einen Vierschuss. Jetzt ist auch noch dieses scheiß Radar weg. Ich habe es, glaube ich, ziemlich durchlaufen jetzt schon. Jetzt aber trotzdem mal noch durch den Gang da. Springen wollte ich jetzt gerade nicht. Macht nix. Da liegt noch irgendwas? Da liegt noch irgendwas? Genau, super. Bringt mich natürlich voll weiter. Gut, bevor wir den nächsten Raum betreten, kurzer Blick auf die Karte. Die sind jetzt alle so in solchen, ja, Supermarkt-Streifen-Levels. Mehr oder weniger aufgeteilt, finde ich nicht so prall. Ich mag die Handgun insofern nicht mehr, weil die bringt nicht mehr allzu viel. Na gut, das war ein One-Hit. Das lief gar nicht so schlecht. Ah! Oh, ganz galant den Rücken geschossen. Und da, das ist das, was ich im allerersten Teil meinte. Der Sprotzer schön von der Wand runter. Schlotzer, 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 Schlabber, Schlabber. Wabbel, Wabbel, Schwabbel, Schwabbel. Entschuldigung. Plumpe Filmzitate kommen bei mir manchmal vor. Gebe ich zu. Bin ich stolz drauf. Ist aber so. Der mir in den Rücken gefallen. Sowas. Ja, das saß. Geben mich viel Munition, die Jungs. Nein, das sammle ich jetzt nicht aus. Das sammle ich nicht aus. Das sammle ich nicht ein, muss ich mir mal merken. Unten rechts der Raum Medikit. Weil ich gehe mal davon aus, die Flak Vest, die Kugelsichere, die geht sowieso noch drauf in dem Level. Dazu bin ich zu gut. Das brauche ich gar nicht. Denke ich aber trotzdem für den nächsten Raum mal kurz auf die Shoddy um.
Ja gut, für den Gang ist es jetzt mal, ich sag mal, das ist Quatsch. Hey, du hast ja was im Gesicht, was? Schrot. Nee, das ist unfair, 3 gegen 1. Aber ich glaube, ich bin gerade drin. Könnte auch dran liegen. Ah, shit, ich und meine große Schnauze. Ich wollte gerade sagen, könnte auch dran liegen, dass ich jetzt die Auflösung wieder verändert habe. Einfach mehr sehe. Aber irgendwie. Ah, gut, geht noch. Jetzt könnte ich doch tatsächlich in den Raum zurück. Dann brauche ich die nochmal rumdackeln. Ja, das werden wir auch tun. Mir das Medkit holen. Ich weiß bloß gar nicht mehr, in welchem von diesen Supermarktregalgängen das war. Aber es lohnt sich schon. Da ist es doch gleich. Das ist schön. Zurück gehen wir mal einfach mal durch den anderen, weil wir es können. Aber da liegen nur Leichen. Böse Leichen. So was eigentlich indizierungswürdig immer. Ich habe immer gesagt, die spratzen, also zumindest diese Viecher, spratzen auseinander. Da passiert gar nichts. Außer dass ich Mut verliere. Super. Also es war ja bloß die blöde Handgun. Die ich übrigens mal leer schießen könnte. Also wirklich brauchen. Tue ich die nicht mehr. Renn voll gegen die Wand, weil ich an meinem Headset rumfummel. So, und weiter geht das. Du bist tot, ne? Na, das war jetzt mal. Ich würde jetzt nicht sagen Glück, das war natürlich Skill. Hab ich bloß gar nicht. Gibt's hier noch was Interessantes? Moon wäre super. Nein, hier gibt's bloß tote Alienviecher, die auf dem Rücken liegen. Und machen, wenn sie ankommen. Jo, aber da ist Moon. Da wäre nochmal Heilung. Mal merken, da oben bei diesem Grenzgang. Hab ich Grenzgang gesagt? Verdammter Scheiße. Entschuldigung, wenn ich immer in diesem Sprachslang-Verfall. Das ist nicht böse gemeint. Alter, die müsste ich eigentlich alle mit der Hand verkloppen, aber man hat ja im letzten Part schon gesehen, wie gut ich da drin bin. Bei den Haufen. Bei den Haufen Medkits, was da gerade rumlag. Und ich merke mir das von diesem Zwischengang. Ja, ist klar, ne? Also jetzt ist hier wirklich mal Prügeln angesagt. Zumindest mal eine Zeit lang. Ich merke das ja, wenn ich total runtergehe, dann steige ich natürlich um. Ich glaube, in dem Gang kommt keiner mehr. Gehen wir jetzt mal in diesen unteren Zwischengang rein. Na komm. Warum stehst du nach einer Weile schon wieder auf, du? Nein, du sollst geduckt bleiben, sonst treffe ich die, glaube ich, nicht. Es ist super, ey. Wenn ich das bei jedem Gegner mache, dann brauche ich auch bei jedem ein Medkit. Mann, ey, komm. So, da kann man auch rangehen. Ah. Der Vorführeffekt ist super. Kann man die auch so zerteilen mit Tritten. Hätte ich mir schon im letzten. Oh. Ja, den habe ich, ne? Warum stehst du immer wieder auf? Bleib doch geduckt, Mensch. Na, wo ist er? Ach, hinter mir. Wart, wart, wart. Zack, krachbumm. Ja, ich stell mich gerade an. Hau ihn doch einfach. Na, geh doch. Das war jetzt sogar fast lohnend. Nur da unten wird halt jetzt echt. Der Raum wird wahrscheinlich voll mit Viecher sein. Und da kommt wieder eins. Na komm. Komm rein auf mir, der. Das ist halt das, was ich im
Einstiegspart gesagt habe, wo der eine Fuzzi mit der Brille übrigens, der Nerd, der haut halt richtig rein. Kung-Fu-technisch. Bringt halt furchtbar viel, wenn du nichts triffst, ne? So. Jetzt habe ich doch echt dafür gesorgt, ein bisschen Moon zu sparen. So irgendwie 3 Schuss oder sowas. Oder 4 Schuss habe ich vielleicht gespart. Das ist jetzt wieder schön. Hier liegt furchtbar viel Moon rum. Das ist super. Das ist jetzt übrigens schön, dass ich jetzt hier diesen Gegner-Scanner habe. Der mir so gar nichts bringt, weil hier natürlich keiner bei der ist. Super. Aber, haha, da sehe ich was, was mir gefällt. Also nicht eher hier. Schön, wenn du diesen riesen Sound hast von wegen, ja, da ist die Wand jetzt eingebrochen. Gut, habe ich jetzt die Flakwest wieder eingesammelt bei der Hälfte des Levels. Ach nee, das war. Die lasse ich jetzt mal liegen. Man merken hier den Zwischenraum, genau in der Mitte liegt noch Moon rum, weil über 99 kann ich eh nicht einsammeln. Jetzt wird mir aber wahrscheinlich eher wieder die Flakwest kaputt gehen, als dass ich damit sauber rauskomme. Allerdings lag da jetzt genug Moon, dass ich nicht unbedingt, was auch echt scheiße ist, in Infight gehen muss. Wo das passieren kann. Nein, oder für das letzte Viertel muss ich jetzt noch einmal durch das komplette Gemüse latschen. Ist egal. Was ist denn gerade? Ach ja, von wegen Infight. Wo ich den wahrscheinlich anwenden werden müsste, ist tatsächlich die letzten 10 Levels. Also nicht alle davon, aber einige sind so aufgebaut, da hat man Gegner. Sind, glaube ich, auch andere als die. Die schmeißen einfach keine Moon raus. Machen sie nicht. Ist so. Da muss man rein theoretisch kloppen die ganze Zeit. Ich glaube aber, wenn ich mich recht erinnere, ist halt doch schon ein paar Jährchen her, dass ich das wirklich letztes Mal so explizit gespielt habe. Das sind Gegner, die stehen. Also da kann man dann tatsächlich mit diesem Karate-Fuzzi zum Schluss was anfangen. Man kann sogar ein bisschen sowas wie taktisch spielen, wenn man es so sehen will. Und den Karate-Fuzzi zumindest bis zum Schluss aufheben. Jetzt ist dieser Bio-Scanner schon wieder weg. Also der ist, bevor ich da überhaupt angekommen bin, da oben sehe ich überhaupt nicht mehr, wo sind da noch welche. Ist egal. Und dieser Karate-Fuzzi ist halt in den letzten Levels wirklich, der ist Gold wert. Da ist das einzige Mal, wo ich sage, wo ich jetzt persönlich mitgekriegt habe, oh doch, die Charakterwahl, die hat was. Wie gesagt, die Scharfschützin ist auch nicht so schlecht. Da braucht man einen noch weniger bloß im Ansatz in die Richtung zielen. Nein, das sammle ich jetzt nicht an. Das hebe ich mir auch bis zum Schluss auf. Oder bis ich den niedergebilzt habe. Jetzt hat er mich nach hinten geschubst in die Shotgun rein. Super. Ganz toll. Da liegen noch bestimmt jetzt insgesamt 4, 5, 6, 7 Shotguns rum. Und die haben alle, glaube ich, 5 oder 6 Schuss. Also das ist... Das ist jetzt gar nicht hier beruhigt. Es sind nur noch 5 Gegner. Das können wir beruhigt machen. Jetzt sind es nur noch 3. Und ja, ja, ist klar. Wo ist er denn? Aha! Ich will... Nein, ey, du kostest mir bitte nicht die komplette Fleckrüste. Ey, der vorletzte Gegner... Ach... Schön hast du das gemacht, ey. Ganz super. Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf eure Kommentare, was so meine Spielweise angeht. Keine Ahnung. Also, ich bin nicht gut in dem Sinne, gerade bei Shootern. Denn sogar so simplen bin ich. Ich bin trotzdem ein Kacknoob, was das angeht. Das weiß ich selber. Könnte man jetzt dem Alter schulden? Nee. Ist halt einfach... Ich spiele Shooter gerne. Tierisch. Ich habe auch viele Shooter durchgespielt. Aber es ist komisches Phänomen. Es ist wirklich ein sehr komisches Phänomen. Ich habe schon fast eine Viertelstunde auf der Uhr. Bloß bei diesem blöden Level. Ich meine, die werden immer umfangreicher. Das ist es nicht.
Lebensenergie ist voll. Noch ein bisschen Shotgun Moon einsammeln, bevor ich in den nächsten Level komme. Ich gehe nicht ganz zurück. Das wäre mir zu albern. Weil ich muss ja da jetzt bloß noch rein hier auf der linken Seite gleich. Und dann bin ich ja eigentlich im letzten. Nicht im letzten Level, im nächsten Level. Und da will ich dann auch pausieren. Aber ich würde ganz gerne, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen mehr Moon reingehen. Die Shotgun kriege ich ja voll. Das sind halt zwei Shotguns noch einsammeln. Es ist halt wirklich nicht verkehrt. Nehmt Energie, super. Da sage ich nichts. Aber ich muss jetzt bloß noch hier in den oberen Raum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, in dem mittleren, da war ganz viel Shotgun. Aber auf dem Weg hin schon lag, glaube ich, auch noch was rum. Mein Gedächtnis hat doch schon so diverse Lücken. Ist dem Alter geschuldet. Der Satz würde öfter kommen. Was soll ich denn machen? Bin Let's Play Rentner, es ist so. Ich fange an mit dem Let's Play, wenn andere schon gar keinen Bock mehr haben. Also, ich brauche noch keinen eigenen Pfleger, so ist es nicht, aber. Eine Pflegerin wäre schon nicht schlecht. War das jetzt sexistisch? Kommt jetzt alles Schwarze um die Ecke? Kriege ich da jetzt hier irgendwie einen auf den Deckel? So, sind wir hier in dem Raum, da gab es doch irgendwie noch... Hä? Wo ist denn ganze Zeug hin? Da ist noch eine. Eine? Wie jetzt? Da. Nee. Es ist auch blöd, diese Lichtreflexe sehen halt aus manchmal. Da. Und jetzt aber ganz schnell zurück. Ja, drücken wir den Rennknopf. Ach nee, gibt's ja in dem Spiel nicht. Komm los, vorwärts springen. Yay! Bin ich da schneller? Ich glaube eher nicht. Ja, das ging da. So, weiter. Haben wir nichts zu tun. Hä? Das ist geil, ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht so ein Kacknoob im Nahkampf wäre, hätte ich in diesem Level echt Munition sparen können. Aber gewaltig. Aber ne. Next Level. Ja, ist gut. Habe ich verstanden, ey. Das ist wie meinem Navi im Auto, ey. Irgendwie in den 500 Metern rechts ab. Eigentlich weiterhin rechts. Bin die 10 Meter links ab. Wir haben ihr Ziel erreicht. Ey, was soll denn das jetzt bitte? Hallo? Also nochmal. Hallo? Ich glaube, ich hack jetzt gerade hier. Was wird denn das? So. Das ist übrigens, muss ich tatsächlich sagen, ein schöner Aspekt von dem Spiel, dass man hier nicht direkt ein Level nach dem anderen abklappert. Ach, übrigens wieder Supermarkt-Regal-Level. Sehr schön. Das ist das, wo ich im letzten Part einfach bloß durchgerannt bin zum Schluss. Wenn ich aber so auf die Uhr gucke, wir haben schon wieder fast 20 Minuten mit einem Level verbracht. Ich war noch nicht immer sehr vorsichtig oder sowas. Aber trotzdem hat es so lange gedauert. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal einen Abschluss machen. Und das war wieder euer Elf für heute. Und ich bin raus. Ciao.